Tausend Jahre Popkultur. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu 1000 Jahre Popkultur. Du bist noch ein bisschen im KI-Modus. Das stimmt. Ich wurde noch nicht wieder degrammiert. Nee, genau, du hast heute einfach mal deinen Androiden geschickt. Richtig, genau. Ja, wir uns hat diese letzte Folge doch sehr mitgenommen, deshalb wird uns das immer noch passieren, dass wir da kurz abrutschen. Und ich glaube, du hast das im Off, du hattest mir eine Mail geschrieben gestern, wo du meintest, willkommen in der Zukunft, ja, irgendwie, ne? Genau, ja, zu 2000ern, weil diese heutige Episode geht um die 2000er. Und das stimmt, in den 2000ern fühlte sich das an wie Zukunft, aber absolut, eigentlich ist es jetzt eher so, oder? Also ich finde, ich glaube, weil alles so auf dieses Jahr 2000 ausgerichtet, ja, war. Es gab oder gibt diesen Ort Dump 2000, kennst du den? Nee. Da war meine Schwester mal auf Klassenfahrt und das war so futuristisch vom Namen. Das ist jetzt natürlich... Das kenne ich gar nicht, aber das ist ja interessant. Ja. Ja, und alles hatte so mit diesem, ja, mit 2000, ja, das neue Jahrtausend, ja, und so, ne? Feiern wir ein Fest, dann finde ich es nicht berauschend. Richtig, genau, ja, aber es war irgendwie alles so, es war halt die Zukunft. Und ja, irgendwann war es da und dann, ja. Ja, willkommen. Willkommen, genau. Wir haben auch schon, das Krasse ist, wir haben jetzt schon gelabert, bevor wir überhaupt den eigentlichen Titel genannt das haben. Stimmt, ne? Also das stimmt. Die heutige Episode 52, ja, die 2000er, das zerrissene Jahrzehnt. Warum zerrissen, werden wir erörtern, denke ich. Ne? Ja, wir haben auch gerade eben schon im Off gesagt, zerrissen waren ja irgendwie alle Jahrzehnte auf die ein oder andere Art und Weise. Wir werden aber wahrscheinlich relativ schnell drauf kommen, warum das jetzt hier so extrem ist. Das wissen wahrscheinlich sowieso alle, aber gibt ein bisschen Input erstmal vorweg. Ne? Ja. Also das Jahrzehnt wird eben meist als die 2000er bezeichnet oder wo das gemeinte Jahrhundert im Kontext bekannt ist, auch als Nullerjahre. Ja, letzteres vermehrt erst im Rückblick ab 2009, lustigerweise. Dabei wird Nullerjahre eher mündlich verwendet, während sich schriftsprachlich die Schreibung mit der Jahreszeit durchgesetzt hat, also 2000er halt. Ne? Mhm. Ja, und wir kommen auch gleich zum prägendsten Ereignis, das kommt man nicht drum rum, das zu erwähnen, die Terroranschläge vom 11. September 2001 auf das World Trade Center und das Pentagon, bei denen rund 3000 Menschen ums Leben kamen, was sowas wie eine, ja, historische Zäsur war, kann man sagen. Ja, ja, wir haben es ja auch schon mal als Thema gehabt. Genau, ne? Wir hatten es schon. Genau, aber ich erinnere mich, dass Peter Scholl-Latour, Gott hab ihn selig, der sprach damals vom Ende der Spaßgesellschaft. Ja, genau. Und wir alle so, Ja, toll, Arschloch, als wäre die jemals da gewesen. Genau. Genau. Tumor ist, wenn man trotzdem lacht. Ne? Genau. Ja, also es gab natürlich da aufgrund dieser Anschläge eben diverse innen- und außenpolitische Veränderungen. Und die führten zum Beispiel den Krieg in Afghanistan in eine neue Phase und begründeten zwei Jahre später auch den erklärten Irakkrieg. Also es hat einen Rattenschwanz hinter sich hergezogen bis heute. In dessen Folge dann eben auch der damalige Diktator Hussein Saddam gestürzt wurde. Und ausgehend von dem Ereignis stiegen die Spannungen dann auch zwischen den muslimischen und der westlichen Welt über die folgenden Jahre. Ja, dann gab es noch eine weitere Zäsur, nämlich als Konsequenz der globalen Geldspekulation platzte in den USA und anderen europäischen Staaten dann auch Ende 2007 eine Immobilienblase, woraus sich eine weltweite Bankenkrise entwickelte und den Zusammenbruch der amerikanischen Großbank Lehman Brothers zur Folge hatte. Ja, zur Stabilisierung von dem System wurden dann in mehreren Ländern beschlossen, Geldinstitute durch staatliche Eingriffe mit Krediten zu versorgen. Und durch die weitreichenden Rettungen stieg die Staatsverschuldung vieler Länder an, was zur Eurokrise führte. Und ja, dann gab es noch das Internet, oder gibt es, das ging da erst so richtig ab in den 2000ern. Das erreichte eine neue Qualität und setzte sich flächendeckend durch, begann im beruflichen wie im privaten Alltag immer weiter wichtigere Rollen zu spielen. Und auch die Nutzung von Mobilfunk nahm zu. Außerdem erlangten soziale Netzwerke wie Facebook, MySpace oder Twitter gerade bei jungen Leuten große Popularität. Blogs begannen sich zunehmend als Online-Journalismus und Meinungsmedien durchzusetzen. YouTube wurde die populärste Videoplattform der Welt und übte damit auch zunehmend Einfluss auf die kulturelle und politische Bildung, Entwicklung des Weltgeschehens aus. Ja, und die Online-Enzyklopädie Wikipedia wurde am 15. Januar 2001 gegründet. Ja, kurz davor habe ich mir noch ein Brockhaus zugelegt. Ist das nicht lustig?
konsequent auf jeden Fall. Ja, irgendwann ist er verstaubt. Allen Umständen apropos zum Euro-Krise, Trotz. Ja. Apropos Euro-Krise, der Euro. Der kam dann ja auch, ne? Ja, der kam dann auch. 2001 oder wann? Ich glaube 2001. Ja, das war auch aufregend. Ja, hast du auch noch lange umgerechnet? So? Ja, ja, wo ich diese erste Säckchen Euro aber so in der Hand nicht mehr, ne? Nee, heute nicht mehr. Ich kenne aber Leute, die das immer noch machen, aber das ist auch irgendwie ein bisschen lächerlich, ne? Wir sind schon, ja. Man könnte auch sonst in Lire umrechnen oder so. Ja. Oder in Dinar. Genau, absolut, ja. Ich übergebe mal den Input, das Input-Stäbchen an dich. Ja, danke. Wie sah es denn mit der Weltbevölkerung aus? Also ich kann mal sagen... Das möchte ich wissen. Genau. 2000 lag die bei 6,1 Milliarden. Mhm. Und zum Ende des Jahrzehnts, 2009, waren es dann schon 6,8 Milliarden. Der aktuelle heutige Stand, nämlich vom Februar 2023, 8,02. Also wir haben die 8-Milliarden-Grenze überschritten. Wow. Und damit wir das nochmal im Vergleich haben, wir haben mit unserer... Jahrzehnte-Geschichte, ja, auch die 20er Jahre auch genauer betrachtet. Und 1927 gab es gerade mal 2 Milliarden Menschen auf unserem Planeten. Krass. Einfach mal. Rasant, ne? Vervierfacht. Mhm. Schon nicht schlecht, oder? Da geht was ab. Da geht was ab, genau. Da geht mal einer von. Das würde zu wenig Kinder gezogen. Richtig, richtig. So, und dann habe ich mich gefragt, was haben wir denn alles so gegessen und getrunken eigentlich in den 2000ern? Ja, genau. Überhaupt dieser, wir hatten auf ganz kurz drüber gesprochen, dass das echt, dass wir gar keinen wirklichen Bezug zu den 2000ern im Vorfeld mehr hatten. So, schon. Ne? Es kommt aber auch noch nicht so lange hervor. Es kommt aber nicht so lange hervor, obwohl es ja auch über 20 Jahre her ist, dass das Jahrzehnt gestartet ist. Ne? Und das ist ja auch wirklich eine lange Zeit eigentlich. Ne? Genau, eine ganze Jugend im Grunde genommen. Quasi. Ja. Genau. Und ich konnte mich an gar nicht so viele Trends jetzt wirklich erinnern. Ich glaube, das hat noch Gründe, auf die wir vielleicht auch noch zu sprechen kommen werden. Wahrscheinlich. Stichwort Schnelllebigkeit. Mhm. Ne? Aber ja, ich nenne mal so Sachen wie der Speisekürbis. Ist was wie Hokkaido oder so. Ja. Ja? Plötzlich aßen alle Kürbissuppe. Echt, war gerne das so? Auch mit gerösteten Kernen drüber noch. Krass, und so. Das wusste ich auch nicht. Ja. Okay. Wer hat in den 90ern großartig Kürbis zubereitet? Also, für mich, ja. Als dieser Trend aufkam, hat meine Mutter noch erzählt, ja, ihre Oma hat das mal gemacht früher. Ne? Und zwischendurch wurde es dann den Schweinen verabreicht oder so. Und bis es dann der Mensch wieder für sich gefunden hatte. Ne? Dann war die Jakobsmuschel eine Zeit lang in den 2000ern. Ganz hoch in der Gunst der Esserinnen und Esser. Potenzmittel, ne? Aphrodisiakum. Tja, wobei ich glaube, das war gar nicht so der Grund. Es sah einfach schick aus. Man kannte es aus etwas gehobeneren Restaurants. Auch ein bisschen teurer, ne? Auch ein bisschen teurer. Da muss man gucken, wo war es gerade im Angebot und konnte es dann auch zu Hause zubereiten oder irgendwo bestellen. Ich habe mich noch nie getraut. Mhm. Genau, dann Kaffee. Mhm. Also plötzlich gab es ein verändertes Image für den Kaffee, den guten alten Kaffee. Ja. Ja. Was früher eher so gerade in der Werbung so ein bisschen spießig anmutete. Ne? Educho, Chibo, Kaffee Haag und so. Das war ja alles so ein bisschen... Stimmt. Ja, Schwiegereltern kommen zu Besuch und dann wird der gute Kaffee aufgetischt. Ja, und so. Ne? Ja. Das war von da an nicht mehr so. Also plötzlich war es ein Trendprodukt. Mhm. Latte Macchiato war ganz groß. Ja. Genau. Sagte er und nippte an seinen Latte Macchiato. Genau, genau. Dann auch sowas wie lösliche Kaffeespezialitäten wie Cappuccino, Eiskaffee, Café au lait, ne, die man einfach so aufrühren musste in Pulverform. Mhm. Und Coffee to go. Coffee to go. Starbucks in Deutschland seit 2002. Ja. Nicht flächendeckend. Okay, krass. Das kam erst dann später, ne, dass es quasi in jeder, in jedem Dorf plötzlich einen Starbucks gab. Aber abgefahren. Vermehrt. Ja. Dann auch hoch im Trend Bagels. Oh ja, Bagels. Stimmt. Ja, gab es vorher auch nicht, ne? Nee, also hier nicht. Also New Yorker-Ding, ne? Genau. Und man bestellte sie nicht mit Frischkäse, sondern mit Cream Cheese natürlich. Mit Cream Und Cheese. Lachs. Auch, genau. Ja. Bionade. Ja. Richtig. Bionade selbst gibt es seit 1994. Echt, also echt schon echt richtig lange. Wow. Ja, aber zunächst nur in Kurkliniken und Fitnessstudios. Und dann wurden sie... Bitte was? Wusste ich auch nicht. Nee, ich auch nicht. Aber dann gab es dann den Vertrieb über Getränkehändler. Und schon 2002 wurden bereits 2 Millionen Flaschen abgesetzt. Jährlich. Wow. Ja, also es war das Getränk der Stunde, muss man sagen. Cupcakes wurden auch gerne gegessen. Viele Grüße an Sex and the City, die das Ganze ja doch sehr verbreitet haben. Irgendwie. Muffins auch? Muffins schon in den 90ern, ne? Die habe ich da viel gebacken. Ja, ja, genau. Guck mal, ging das so früh schon los. Ja, natürlich. Krass. Macarons.
ja, haben plötzlich auch so ihren Weg in die... Was waren das nochmal für welche? Na, die französischen kleinen, ja, so ein Hybrid zwischen Keks und Küchlein. Ah, okay. Ein bisschen fester, Pastellfarben häufig. Ja, ne? Die zusammengeklappt. Ja, so genau, genau. Ah, ja, 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 kann man auch selber machen, ist ja ein bisschen schwieriger, aber ja, kann man, ja, genau. Also... All solche Sachen wurden gegessen und dann natürlich. Also Fleisch wurde weiterhin viel gegessen. Mhm. Ich denke, erst wenn wir in die Zehner kommen, werden wir sehen, wie sich das Essverhalten verändert hat. Ne? Ja. Dann habe ich mir mal angeguckt, wie hat man denn gewohnt? Und überhaupt fand ich es recht schwierig. Also wenn man mal online so gesucht hat, zum Jahr 2000 oder zu den 2000ern, stieß man ständig auf Modetrends, aber wenig auf andere Trends. Mhm. Bin dann aber doch fündig geworden, habe gesagt, ja, das gab's. Sowas wie Serviettentechnik. Sagt ihr das noch was? Ja. Das habe ich aber irgendwie schon in den 80ern verbucht. Aber wahrscheinlich gab es auch schon dort. Ja. Nur, dass es jetzt halt eben von vielen Menschen gebastelt wurde. Mhm. Dann wellenförmige Spiegel. Also so Wandspiegel, die an den Seiten hin so Wellenform hatten. Auch, habe ich auch. Besonders so schön, ja. IKEA, klar, war natürlich auch schon vorher da, aber jetzt nochmal so richtig. Ne? Nochmal ab. Dann auch sehr schön Wandsticker und Wandtattoos. Oh, ja, live your life. Zum Beispiel. Carpe diem. Coffee in the morning. Carpe diem, genau. Dann, das hatte ich komplett vergessen, diese Sheep World Produkte. Also wo dann so ein komisches gezeichnetes Schaf auf Tassen zum Beispiel oder so, mit so einem Aufspruch, ohne dich ist alles doof. Ach, und so. Oh ja. Ja, ne? So genau. Der Nachfolger von Liebe ist, ne? Stimmt, und dazwischen gab es doch noch, was war da, die Diddlemaus. Diddlemaus, genau. Oh, ganz schön, genau. Ja. Liebe ist ja cool. Mm-hmm. Ja. Das fand ich auch noch cool. Ne, das war süß, genau. Und dann aber auch so viel Metall- und Glaselemente, viel Milchglas auch in Wohnungen und Einrichtungen. Ne? Und natürlich, weil man ihn jetzt wirklich auch braucht zu Hause, der Computertisch. Mm, stimmt, ja. Ne? Der, heute weiß ich nicht, wer den Computertisch zu Hause noch groß benutzt. Nee, viele nutzen nur noch einen Laptop eigentlich. Ja. Auf dem Schoß. Ja. Genau. Auf dem Wohnzimmertisch vielleicht oder so. Ne? Genau. Fliesentisch. Fliesen, ja, genau. Minus 20 Jahre, genau. Ja, genau. Und ein ganz kurzer Blick Richtung Technik und Medien. Du hast gerade schon ein paar Sachen erwähnt. Mhm. Also ich fand es interessant, 1999, also kurz vor Beginn des neuen Jahrtausends, waren nur knapp 18% der deutschen Bevölkerung ab 14 Jahren online im Internet vertreten. Oh. 18%. Wow. Nichts. Nee. Das waren wahrscheinlich nur Leute, die irgendwie ohnehin auch beruflich vielleicht damit zu tun hatten oder so. Ne? Dann gab es ja das, wofür wir alle Angst hatten, nämlich das Jahr 2000-Problem, auch als Millennium-Bug. Da komme ich noch drauf zurück. Ja, ich wollte es auch nur als Stichwort hier genannt haben. Dann Digitalkameras statt analoge Fotoapparate. Plötzlich hatte jeder eine Digitalkamera. Ja, also wirklich jeder außer mir. Ging plötzlich ab. Genau. Im Jahr 2000 kam der USB-Stick als neues Speichermedium. Stimmt. Davor war es die Diskette. Ja. Auch an der Diskette hielt ich lange fest, aber irgendwann. Welche denn noch? Die große Floppy-Disk oder die kleine schon? Die kleine. Die man dann immer so hatte, ne? Genau. Dann 2001 der erste iPod. Mhm. Ne? Der läutete das Zeitalter der digitalen Musik ein. Mhm. 2001, du hast es gerade schon erwähnt, Wikipedia. 2004 Facebook, 2005 YouTube, Twitter mit 2006 an Start gegangen. 2007 das erste iPhone. Ja, genau. Das wiederum hat dann die Erfolgsgeschichte der Smartphones eingeläutet. Ja. Und was wahrscheinlich in jedem Haushalt spätestens ab Juni 2006, nämlich mit Beginn der Fußball-WM in Deutschland stand. Eine Vuvuzela. Ja, das sicherlich auch. Nein, der Flatscreen TV. Ach ja, stimmt, ja. Davor war es die gute alte Röhre. Ja, hatte ich auch noch lange in eine Röhre. Lange in eine Röhre geguckt. Ja, genau. Mehr gibt's nächste Woche. Sehr schön. Ja, und wie ihr es schon kennt, wahrscheinlich Hörerinnen und Hörer unseres Podcastes wissen das, bei unseren Jahrzehntfolgen gibt es natürlich wieder eine Chronik. Es wird nicht jedes Jahr des Jahrzehnts beäugt, aber wir fangen mal klassisch mit dem Jahr 2000 ruhig direkt an, weil da ging eine Menge ab. Wir hüpfen kurz mal nach Deutschland, denn für die CDU war der Beginn des Jahres 2000 kein ruhmreicher. Die im Spätherbst des vergangenen Jahres begonnene Spendenaffäre sorgte noch lange für Schlagzeilen, in dessen Verlauf die Partei ihren Ehrenvorsitzenden Helmut Kohl zum Rücktritt aufforderte. Das hatte ich viel, also ich dachte, das wäre noch älter. Ich dachte auch, dass das wäre eher gewesen, ja. Krass. Hm, krass, ne? Erst 2000 war das. Ja, ist auch nie bestraft worden. Nee, ist einfach so abgekackt, ne? Ja. Ja, es waren Spendengelder unter anderem von Karl-Heinz Schreiber, einem Waffenhändler, eingegangen und die Summe von 1,3 Millionen D-Mark und deren Übergabe auf einen Schweizer Parkplatz warfen immer dunklere Schatten über die CDU.
Ja, der Altkanzler, der zwar das Vorhandensein illegaler Parteikonten nicht leugnete, weigerte sich jedoch, Namen von Spendern zu nennen. Er würde sein Ehrenwort nicht brechen, gab er als Grund für sein Schweigen an. Ein bisschen sympathisch aber auch, oder? Keine ja, Ratte zu sein, hat auch was für sich. Hat auch was für sich. Heute sieht man das anders. Ich mochte ihn ja trotzdem nie. Nein, natürlich ich konnte nicht. Die Fresse nicht ertragen. Aber, massig Kohle, das veruntreut wurde. Ganz genau, schlimm. Ganz krass, ja. Ja, wir hüpfen mal so ein bisschen durch die Monate. Im Januar 2000, Turkmenistan hat die Todesstrafe abgeschafft. Mhm. Wahnsinn. Mhm. Auch im Januar, BRD. In Bochum war das Loch von Höntrop entstanden. Zwei trichterförmige und 15 Meter tiefe Tagesbrüche inmitten eines Wohngebietes. Bei diesem spektakulären Ereignis waren Gott sei Dank keine Personen zu Schaden gekommen. Einfach mal so Löcher aufgegangen. So, stell dir das mal vor, du steigst aus der Tür. So. Stranger Things, würde ich sagen, ja. Genau. Cthulhu lässt grüßen. Im Februar, Israel. Ja, zwischen Israels Ministerpräsidenten Ehud Barak und Palästinenserpräsident Arafat war ein Spitzengespräch abgebrochen worden. Beide Seiten hatten über den weiteren israelischen Rückzug aus dem Westjordanland keine Einigung erreicht. Das ist ja nichts Neues, könnte man sagen. Story, ja, genau. Im März, BRD. Der Privatsender RTL 2 hatte mit der Ausstrahlung der umstrittenen Fernsehsendung Big Brother begonnen. Darin wurde ein von der Außenwelt abgeschlossenes Haus von 153 Quadratkilometern von 10 Kandidaten bezogen. 100 Tage mussten sie darin verbringen und waren in allen Lebenslagen rund um die Uhr von Kameras umgeben. Über das Verlassen des Hauses entschied ein Zuschauervotum und der Sieger erhielt 250.000 D-Mark damals noch. Mhm. Genau. Im Juni, USA und Deutschland. Als erstes US-amerikanische Staatsoberhaupt war US-Präsident Bill Clinton in Aachen mit dem internationalen Karlspreis für seine Verdienste um die europäische Einigung ausgezeichnet worden. Und im Juli wurde in der BRD das Recht auf gewaltfreie Erziehung gesetzlich festgeschrieben. Spät, ne? Ja, echt spät. August, USA. Der texanische Gouverneur George W. Bush war von den Republikanern zu ihrem Präsidentschaftskandidaten gewählt worden. Und für das Amt des Vizepräsidenten hat die Delegierten den ehemaligen US-Verteidigungsminister Richard Cheney aufgestellt. Im Oktober die Olympiade. Die 17. Olympischen Sommerspiele in Australien waren mit einem grandiosen Schlussfeuer zu Ende gegangen. Und der Chef des internationalen Komitees, Juan Antonio Samaranch, oder Samaranch, I don't know, hatte sie als die besten aller Zeiten bezeichnet. Im November, Serbien-Montenegro. Die UNO nahm Serbien-Montenegro als neues Mitglied auf. Und im Dezember, als bester Film des Jahres 2000, war der Streifen Dancer in the Dark von Lars von Trier mit dem Europäischen Filmpreis ausgezeichnet worden. Ja, ich werde auch in, das war erstmal so der erste Teil Chronik 2000, ich werde in folgenden Teilen auch einen Blick auf die Charts werfen. Oh ja. Ne? Ich habe jetzt in diesem Jahr schon einen Song rausgegriffen, da musst du also nicht ziehen, weil das war so meine persönliche Hymne von 2000. Von einem One-Hit-Wonder, dem man nie wieder was gehört hat im Nachhinein, zumindest kann ich mich nicht erinnern, nämlich die Boomfunk-MCs mit ja, Freestyler. Geil. Und das hören wir jetzt. Aus copyright-technischen Gründen können wir diesen Song nicht zur Verfügung stellen. Alle Stücke sind in der Linkliste hinterlegt. Ja, super ja. Song. Rucka Mucka Phone. Habe ich immer verstanden früher. Genau, so ähnlich wie Informa, wo man auch nichts verstanden hat und einfach genau. Immer dazu irgendwas gesungen hat. Ne? Genau, ja. Wir sind jetzt bei einem Film, landen wir. Ah, kommst du zu einem Film? Ja, wir kommen zu einem Film. Mhm. Aus dem Jahre 2009. Mhm. Dieser Film spielt aber in den frühen 60er Jahren. Es geht um den Film An Education. Oh, I don't know. Glaube ich. Mhm. Wie heißt der in Deutsch? Eine. Ich weiß nicht, ob der eine Erziehung heißt oder ob der hier auch unter An Education einfach lief. Ja. Eine Erziehung klingt auch ein bisschen holprig vielleicht. Ja. Ne? Ja. ist eine britische Produktion und man würde es als Coming-of-Age-Filmdrama bezeichnen. Sounds good. Ne? Das ist doch genau dein Ding, absolut. Oder? Ja, genau. Regie führte die Dänin Lone Scherfig. Mhm. Drehbuch Nick Hornby. Ah, den kennt man. Den kennt man, genau. Und zwar hat er das Drehbuch verfasst auf Grundlage, beziehungsweise als Grundlage für das Drehbuch die gleichnamige Autobiografie der Journalistin Lynn Barber genommen. Mhm. Ja? Und in der Hauptrolle haben wir Carey Mulligan in einer ihrer ersten großen Rollen. Sagt mir irgendwie was. Wo hat die denn sonst noch? Danach war sie eigentlich ein Star, kann man sagen. Mhm. So. Alfred Molina ist noch dabei und Peter Sarsgaard, den kennen wir auch. Ja, den kennen wir auch. Richtig, Peter. Ja, genau.
Ja, wie ich schon gesagt habe, wir befinden uns in den frühen 60er Jahren, um genau zu sein, 1961 in London. Und dort finden wir Jenny, gespielt von eben Carey Mulligan. Mhm. Die ist 16 Jahre alt und ja, ein recht schlaues junges Mädchen, schlaue junge Frau und eine der Besten in ihrer Klasse. Und ihr Plan ist es, nach Oxford zu gehen, nach der Schule. Die Eltern unterstützen sie auch dabei, insbesondere der Vater, der durchaus aber auch ein bisschen streng ist, was das betrifft. Also nichts geht über Schule und das ist das Wichtigste. Oxford steht über allem. Mhm. Jenny spielt Cello im Jugendorchester und nach einer Probe mit ihrem Jugendorchester wartet sie auf den Bus im Regen. Und sie ist total durchnässt und statt eines Busses hält ein Auto und ein etwa doppelt so alter Typ namens David spricht sie an aus dem Auto heraus. Und er ist soweit recht charmant und sagt, hi. Hello. Hello, darling. Und sagt, soll ich dich mit nach Hause bringen? So, ne? Es regnet halt so krass und sie findet es aber ein bisschen merkwürdig, ein fremder Typ, mit dem steigt man nicht einfach so ins Auto. Ne? Und sie quatschen dann aber so ein bisschen, während sie da steht und immer nasser wird. Dann sagt er, okay, weißt du was, ich bin halt echt, ich bin kein gefährlicher Typ. Wenn du willst, das Cello, sie sprechen noch über ihr Cello, das erkennt er natürlich sofort, ne? Sagt, ich kann das Cello ins Auto packen und du läufst nebenher. Mhm. So. Und dann machen sie das auch erstmal so, aber als der Regen dann zunimmt, steigt sie dann mit ins Auto und sie unterhalten sich weiter und alles ist echt nett so. Mhm. Ja, sie reden auch viel über Musik, also über ihre Aktivitäten eben im Jugendorchester. Und dann sagt sie eben auch, dass sie es kaum erwarten kann, endlich die Schule hinter sich zu lassen und endlich frei entscheiden zu können über ihre Freizeit. Ja, weil das im Moment eben noch ihre Eltern halt tun. Und sie sehnt sich dann nach Kunstgalerien zu besuchen oder französische Filme anzusehen. Das ist so, ne? Das ist das, was sie sich so vorstellt als dann irgendwann Erwachsene. Und eine Woche später, also er bringt sie nach Hause, alles ist gut. Und eine Woche später hinterlegt David einen Blumenstrauß an ihrer Haustür, um ihr Glück zu wünschen für ihr Konzert. Darüber hatten sie nämlich gesprochen. Jenny freut sich, ist geschmeichelt. Und wenig später treffen Jenny und ihre Freundinnen David zufällig wieder auf der Straße. Die beiden unterhalten sich und er lädt sie ein zu einem Konzert und einem Abendessen mit einem befreundeten Paar. Sie sagt zu. Und am Abend des Konzertes kommt dann David nach Hause, um Jenny abzuholen. Und der Vater ist auch zuerst dagegen. Aber die Mutter versucht, den Vater auch zu überzeugen und sagt, komm, lass ich jetzt mal gehen. So, ne? Und David, der eben auch dann dazugestoßen ist, versichert dann auch sehr charmant, dass er Jenny wohlbehalten zurückbringen wird um 10:30 und alles ist okay und so. Ja. Und Jenny darf dann eben auch mitgehen. Und auf diesem Konzert lernt Jenny dann eben dieses befreundete Pärchen kennen. Das sind Danny und Helen. Und Helen ist so eine ganz glamouröse, ne? Also Jenny kommt halt an in ihrem Pulli und weiß gar nicht, ob es irgendein Rock oder was, während Helen so einen weißen Pelz irgendwie um sich geschlungen hat und ein schickes Kleid. Und ja, also ne, man sieht halt, da prallen Welten aufeinander. Mhm. Helen ist natürlich auch ein bisschen älter, so wie alle anderen dort eben auch. Und nach diesem Konzert, beim Abendessen, sprechen sie dann eben auch über Kunst und Kultur und die drei laden dann Jenny ein zu einer Kunstauktion. Das findet sie total spannend, weil sie das so noch nie erlebt hat und Jenny nimmt auch an. Und dann besuchen sie diese Kunstauktion und verbringen dort einen lustigen Tag und Danny, der Freund, ersteigert auch ein Gemälde. Später sind dann alle bei Danny zu Hause, er lebt eben sehr ausschweifend und sieht richtig cool aus, einfach wie er da so lebt. Ne? Ja, dann unterhalten sich alle auch über Oxford, weil irgendwie klar ist, Jenny will dahin. Und irgendwer dann die Idee, man könnte doch mal am nächsten Wochenende zusammen nach Oxford fahren. Könnte ein netter Trip werden, so ein guter Ausflug. Ne? Jenny bezweifelt aber, dass ihre Eltern sie über Nacht gehen lassen werden, weil es soll halt ein Wochenende werden. So. Okay, David sagt aber, weißt du was, das kriegen wir schon hin. Ne? Also ich werde deine Eltern überreden. Ja, insgesamt ist Jenny einfach total fasziniert von dieser erwachsenen Welt. Und auch David ist halt so total weltgewandt und halt ein erwachsener Mann. Ne? Eines Abends, Jenny ist in ihrem Zimmer, hört sie Lärm aus dem Wohnzimmer. Also irgendwie sind da wohl Leute und sie geht runter und sieht halt, dass ihre Eltern im Wohnzimmer sitzen, zusammen mit David. David ist vorbeigekommen und die lachen und trinken Alkohol und quatschen über Gemeinsamkeiten und so und alles ist total super. Und David erzählt dann wie beiläufig, er würde demnächst nach Oxford fahren und weil dort ein alter Professor, bei dem er mal studiert hat, der Autor Clive Lewis, also der Autor der Chroniken von Narnia, dort auch vor Ort sein würde an dem Wochenende. Und zufällig. Wie zufällig, genau. So. Die Eltern hören irgendwie mit gespitzten Ohren zu und denken, Oxford, Kontakte, das könnte gut sein für Jenny.
Und ja, auf diese Art und Weise trickst David eben die Eltern aus. Ja? Also, dass er da diesen Autor treffen will, das ist halt erstunken und erlogen. Es ist halt einfach nur ein Trick, um den irgendwie mitzunehmen. Ne? So. Aber die Eltern denken natürlich, okay, zum einen eben Kontakt in Oxford, zum anderen könnte David auch durchaus eine gute Partie für unsere Jenny sein. Mhm. Wer weiß, ne? Was sich daraus ergibt. Mhm. Ja, in Oxford sieht Jenny dann, dass David und Danny sich ihren Lebenswandel mit kleinen Betrügereien sichern. Sie ist zuerst schockiert, aber eben auch immer noch verliebt. Ne? Also das ist irgendwie ganz klar, sie ist verliebt und verzeiht David dann auch diese Art des Lebenswandels. Er sagt halt, Moment, also du guckst halt nur auf die Fassade, ne? Wir leben ganz cool, aber naja, von nichts kommt nichts, sozusagen. Das ist halt unsere Art, ne? Wie wir jetzt hier an Sachen kommen. Also das heißt dann, dass sie beispielsweise Gemälde von irgendwelchen älteren Damen ihnen aus den Rippen leiern für ein paar Cent und das dann eben für viel Kohle versteigern lassen und so halt. Das sind die Art von Betrügereien. Verstehe. Genau. Alles noch okay, oder? Ja. Ja, genau. Kann man machen. So eine Art Enkeltrick halt, ne? Ja. Naja, auf jeden Fall, wie gesagt, auch die Eltern sind total angetan von David und schmieden auch schon Pläne und so. Und zu ihrem 17. Geburtstag schmiedet aber Jenny ihren ganz eigenen Plan. Denn David will sie auf einen Trip mit nach Paris nehmen. Und dort könnte es ein bisschen ernster zwischen den beiden werden. Zuerst ist der Vater verärgert, aber Davids Charme überzeugt erneut. Und die beiden reisen nach Paris. Jenny hat noch eine Klassenlehrerin, eine Lehrerin, eine Lieblingslehrerin. Und die beobachtet Jennys Lebenswandel und sieht auch, dass Jenny sich ein bisschen verschlechtert hat in der Schule und befürchtet, dass Jenny ihre Chance auf eine gute Ausbildung verpasst, wenn sie sich jetzt quasi hingibt. Ja? Und meint, dieser erste richtige Freund sei wichtiger als die Ausbildung und die Zukunft. Und sie ist zu Recht besorgt. Punkt, Punkt, Punkt. Okay. Da lässt du uns jetzt hängen. Da lasse ich euch jetzt hängen. Cliffhanger. Muss man wohl gucken, ne? Ja, ich glaube, ihr müsst ihn schauen, genau. Genau, der Film ist ein Drama, aber durchaus auch humorvoll. Ja. Also halt immer wieder, ja, so ironische Teile und auch ganz klar auch so eine gewisse Leichtigkeit, überhaupt ohne selbst dabei gewesen zu sein, aber ich glaube, es trifft die frühen 60er auch vom Look in England schon ganz gut auch, was man so mitbekommt. Und es ist nicht so dieses typische Ding, also dieses Mädchen aus der Arbeiterklasse, das irgendwie den tollen Prinzen kennenlernt, bitte was? Den Don. Den Don, genau. Nein, Jenny ist Mittelklasse und hat auch große Pläne. Ja, sie ist Mittelklasse. Also das wollen wir klarstellen hier, ne? Immerhin Klasse. Ja, genau, immerhin Hauptsache Klasse, genau. Ja. Genau, Nick Hornby hat gesagt dazu auf die Frage hin, was ihn an dem Stoff gereizt hat. Er hat gesagt, sie, also Jenny, ist ein Mädchen aus der Vorstadt, das Angst hat, von allem Guten, das in der Stadt passiert, abgeschnitten zu werden. Das ist für mich eine große Geschichte innerhalb der Popkultur. Es ist die Geschichte praktisch jeder Rock'n'Roll-Band. Stimmt. Und dann sagt er auch dazu, dass er die Geschichte einer jungen Frau beschreibt. Also das ist ja heute oft Thema, dieses, kann ein Mann aus der Sicht einer Frau schreiben, kann, naja, und so weiter. Ihr wisst, was ich meine. Dazu sagte er, ich denke, in dem Moment, wo du über jemanden schreibst, der nicht exakt du ist, sind die Herausforderungen gleich groß. Ich war froh, dass alle um mich herum bei diesem Film Frauen waren und sie mich genau im Auge haben konnten. Aber ich erinnere mich nicht, dass jemand gesagt hätte, so denken Frauen nicht. Ja, insgesamt hat der Film gute Kritiken bekommen, insbesondere eben auch Carey Mulligan eben als Hauptdarstellerin. Der Guardian hat geschrieben, es ist eine traurige, schmerzhafte Komödie und die reizende Darbietung von Mulligan macht daraus einen sehr unterhaltsamen Film. Cool. Und eine andere Kritik sagte, der Film ist zugleich stylisch und ein In-sich-Gehen, eine sorgfältige Meditation über die Tücken eines zu frühen Erwachsenwerdens. Klingt gut. Ist auch gut, wirklich. Also kein aufsehenerregender Film, aber wirklich schön anzusehen. Ja, glaube ich. Ja. Also hat mir auf jeden Fall Lust gemacht. Ja, ich sage, greif zu. Ja. Schau ihn dir an. Mach ich. Als Musik habe ich mir was überlegt. Ich hätte gedacht, ich habe jetzt nichts aus dem Film genommen, da wird auch viel Jazz und so, kommt drin vor, ein bisschen Klassik und so. Aber ich dachte mal, versuche ich mal für alle Beiträge heute auch was aus den 2000ern zu nehmen, was irgendwie thematisch passen könnte. Und bin gestoßen auf eine Band, deren Debüt ich gerne gehört habe. Die Band ist Dirty Pretty Things. Der Sänger ist Carl Berard von den Libertines, Gitarrist der Libertines. Ja. Und die hatten ein richtig gutes erstes Album. Und aus diesem Album hören wir jetzt Last of the Small Town Playboys.
Vielleicht, vielleicht war das ja auch zum Film. Ja. Ich bin gespannt, wir hören das. Aus copyright-technischen Gründen können wir diesen Song nicht zur Verfügung stellen. Alle Stücke sind in der Linkliste hinterlegt. Ja, schöner Song, kannte ich nicht. Die Band kannte ich tatsächlich, aber ich glaube, ich kenne nur zwei Stücke von denen. Wahrscheinlich so Sachen, die vielleicht mal hittiger waren oder so. Weiß nicht, ob das jetzt so richtig hittig waren die eigentlich. Ah, okay. Mhm. Ja, dann ist wahrscheinlich so irgendwo mal gehört. Ne? Irgendwie so, genau. Ja, wir machen einen Sprung weg vom Film und zurück ins Jahr 2000. Weil ich dachte mir, wenn in diesem Jahr noch irgendwas passiert ist, was vielleicht noch erwähnenswert wäre, dann ist es die Expo 2000. Oh ja. Ne? Die war ja lustigerweise in Hannover, in der schönsten Stadt in Deutschland zum Durchfahren. Und ich habe als Jugendliche durchaus nette Wochenenden verbracht. Ja, ja, ich auch. Ja. Definitiv. Habe ich auch meine ersten Techno-Berührungen gehabt. Ja, und auch die erste Weltausstellung in Deutschland tatsächlich. Mhm. Und die stand unter dem Motto Mensch, Natur und Technik, eine neue Welt entsteht. Warst du dort? Ja. Du nicht? Nein. Mhm. War schon beeindruckend. Hatte etwa 18 Millionen Besucher, was nicht so viel ist. Nein? Nee. Mhm. Ausstellung fand vom 1. Juni 2000 bis zum 31. Oktober 2000 auf einer Fläche von 160 Hektar auf dem Messegelände und einer benachbarten Freigelände von am Kronsberg in Hannover statt. Und das Bureau International d'Exposition, weiß ich nicht, ist französisch, glaube ich, kann ich nicht, in Paris erteilte Hannover am 14. Juni 1990 mit nur einer Stimme Mehrheit, darunter die Stimme der zu jedem Zeitpunkt noch existierenden DDR, vor dem Mitbewerber Toronto den Zuschlag für die Weltausstellung 2000. Ja, aufgrund der von Gegnern geäußerten Befürchtungen, die eine Verschärfung von Wohnungsnot und massive Beeinträchtigung des Lebens, der Lebens- und Umweltqualität sahen, bemühte man sich schon im Vorfeld. Stimmt, ich glaube, das war auch der Grund, warum ich es nicht gesehen habe. Naja, das war auch ganz kontrovers damals. Genau, bemühte man sich im Vorfeld schon der Einwohnerbefragung um eine soziale und ökologische Ausgestaltung der Expo. Unter anderem wurde dann am Kronsberg eine preisgebundene und mit zahlreichen ökologischen Projekten verknüpfte Wohnsiedlung, die Expo-Siedlung, mit gut 3000 Wohnungen zügig gebaut. Mhm. Sie führte nach der Expo zu einem drastischen Wohnungsüberangebot. Und vor der Errichtung der Ausstellungsanlagen auf dem Südwesthang des Kronsberges fanden zwischen 96 und 99 archäologische Untersuchungen des Baugrunds statt, da bekannt war, dass sich dort die im 9. Jahrhundert gegründete und im 15. Jahrhundert wüst gefallene mittelalterliche Siedlung Eddingerode befand. Die Ausgrabungen führten dann zum Auffinden der Reste von 43 Gebäuden, 20 Speichern und 4 Grubenhäusern. Krass. Und kurz vor Beginn der Expo war absehbar, dass der ursprünglich erwartete Ansturm auf die Expo ausbleiben wird. Und daher wurden von 6000 Schülern und Studenten, die vom Personaldienstleister Adecco als Mitarbeiter für die Expo rekrutiert waren, 5000 innerhalb von wenigen Tagen vertragsgemäß wieder gekündigt. Also waren am Ende nur noch 1000. Ja, in der Bewerbung von Hannover wurde als Ziel herausgestellt, eine Weltausstellung neuen Typs zu schaffen. Das sollten dann Visionen für die Zukunft vorgestellt und Modelle für das Gleichgewicht zwischen Mensch, Natur und Technik gegeben werden. Zudem sollten Lösungsmöglichkeiten für das Zusammenleben von mehr als 6 Milliarden Menschen veranschaulicht werden. Das inhaltliche Konzept wurde durch das sich ständig verändernde Logo der Expo 2000 visualisiert. Und der Masterplan wurde vom Architekturbüro Arnaboldi aus Locarno erstellt. Um ein umfassendes Umweltmanagement durchzuführen und um dem Motto der Ausstellung dann auch gerecht zu werden, wurden nur 30% des Expo-Geländes neu erschlossen und bebaut. Und die Pavillons sollten nach der Expo eine neue Nutzung finden, abgebaut und entweder recycelt oder an anderen Orten wieder aufgebaut werden. Das hat nur zum Teil geklappt, da werde ich auch noch was Schönes zu verlinken. Mhm. Ja, für die Expo wurde dann erstmals neu auf Weltausstellungen ein Themenpark errichtet, in dem in Erlebnislandschaften Basic Needs, das 21. Jahrhundert, Energie, Ernährung, Gesundheit, Kommunikation, Mensch, Mobilität, Planet of Visions, Umwelt und Wissen unterteilt wurden, also in diese Bereiche. Mhm. Ja, und Eindrücke von der Zukunft sollten da vermittelt werden. Und die einzelnen Länder stellten sich an Nationentagen und in ihren individuell eingerichteten Pavillons vor. Ja, dann, was gab es sonst noch zu erzählen? Ach so, das Logo ging aus einem Corporate Design Wettbewerb hervor und wurde am 9. November 1994 vorgestellt. Zu Beginn des Wettbewerbs wurden 9 Designer aus Deutschland angesprochen, die junge Designer und Designteams für die Teilnahme nominieren sollten. Das Gewinnerlogo entwarf das Kölner Designbüro Quer. Das Logo der Expo 2000, auch Impuls genannt, wurde dann als besonders dynamisch und farbig bezeichnet. Es stieß weltweit, besonders in Fachkreisen, auf großes Interesse.
da es sich in so einer Form und Farbe ständig wandelte und somit einen dynamischen Prozess beschrieb. Ja, das offizielle Maskottchen war Twipsy, eine bunte, tropfenförmige Figur, die vom spanischen Designer Javier Mariscal entworfen wurde. Ja, ein bisschen Trivia noch. Für Schlagzeilen sorgte natürlich wieder der Prügelprinz Ernst August Prinz von Hannover, um es mal mit Bild zu benennen, ja, als er am 15. Juni gegen den türkischen Pavillon urinierte. Stimmt, das war ja das eigentlich das Interessante, genau, an dieser ganzen Story. Ja, genau. Wenig später wurde vom Expo-Gelände aus die Unterhaltungssendung Wetten, dass ausgestrahlt. Die gab es da noch. Genau. Den Vorschlag der zur Saalwette, fünf Türken zu finden, die an dem deutschen Pavillon urinierten, schloss Moderator Thomas Gottschalk direkt aus. Ja, für allgemeine Aufregung sorgte dann außerdem noch der Bratwurstpreis, der an den Eröffnungstagen teilweise bei 9,50 D-Mark gelegen haben soll. Und die Nachricht hielt sich wochenlang hartnäckig in der Berichterstattung, obwohl sich der Preis bereits zwei Tage nach der Eröffnung um 4-5 D-Mark eingependelt hatte. Immer noch eine harte Nummer für eine Wurst, aber ich meine, heute sind wir da auch. Ja. Aber für damals schon teuer. Für damals schon teuer, auf jeden Fall. Ja, es existiert ein offizielles Werbespiel der Expo mit dem Namen Menateurs, welches von Siemens Nixdorf veröffentlicht wurde. Außerdem waren erneut Chaostage in Hannover angekündigt worden, die jedoch nicht die Ausmaße von 95 erreichten. Karl Nagel hatte eine umfangreiche parodistische Website erstellt, die vollkommen überzogene Erwartungen weckte. Und trotzdem befanden sich zur Zeit der Expo sehr viele Jugendliche in der Stadt und es kam zu Hunderten von Festnahmen durch die Polizei. Außerdem gab es bereits im Vorfeld einen Anschlag von Autonomen auf die Bahnstrecke Hannover-Hamburg, der sich auf die Expo Hannover bezog. Und der Widerstand gegen die Expo wurde unter anderem durch eine Verfassungsschutzmitarbeiterin, die in die Szene eingeschleust worden war, organisiert. Ja, die deutsche Hardrock-Formation Scorpions gab am 22. Juni zusammen mit dem Berliner Philharmoniker ein Konzert in der TUI-Arena. In der zeitversetzten im Fernsehen übertragenen Veranstaltung wurde unter anderem das Stück Moment of Glory, ein mehr oder weniger offizieller Expo 2000-Song, live aufgeführt, das bereits vor Start der Expo 2000 als offizieller Titeltrack anerkannte Lied namens Expo 2000 der Band Kraftwerk fand aufgrund seines minimalistischen Elektronika-Charakters kaum Anklang bei der breiten Masse. Und das ist genau der Grund, warum wir das jetzt hören. Wir hören jetzt Kraftwerk mit Expo 2000 und wir wissen jetzt schon, dass der Song geclaimt wird. Insofern für unsere YouTube-Zuhörer. Schaut mal auf die Linkliste. Richtig, genau. Klickt den Link and have fun. Aus copyright-technischen Gründen können wir diesen Song nicht zur Verfügung stellen. Alle Stücke sind in der Linkliste hinterlegt. Ja, was für ein catchy Tune. Ein richtiger Ohrwurm. Ja, ne? Total. Naja, ja. Ja. Hm? 2000. Expo. Ja. Kommen wir zu einer Band. Ja. Und zum Debütalbum einer Band. Darum soll es nämlich vor allem gehen. Aha. Eine Band, die es bis heute gibt. Ja. Und die Mitte der 2000er reingehauen hat, wie zuvor. Zuletzt eine Band wie Oasis zum Beispiel. Okay, die Rede ist von den Arctic Monkeys. Oh ja, krass. Stimmt, das war in 2000. Ja, mit ihrem Album Whatever People Say I Am, That's What I'm Not. Ja, exactly. Ja, genauso catchy wie der Kraftwerk-Song. Genau, also es ist das Debüt-Studioalbum, muss man sagen. Wurde veröffentlicht im Januar 2006. Mhm. Und wenn man sich mal so das Genre anguckt, dann fallen da Begriffe wie Indie-Rock, Garage-Rock-Revival, Post-Punk-Revival, Punk-Rock, Alternative-Rock und Post-Brit-Pop. Also viel Post und Revival. Ja, ja. Ne? Post. Alles in den Mixer gepackt. Post-Post. Post-Post, genau. Das Ursprungs-Line-Up bestand aus Alex Turner, Matt Helders, Jamie Cook und Andy Nicholson. Mhm. Ja. Direkt mal vorweg, das Album war das am schnellsten verkaufte Debütalbum aller Zeiten in Großbritannien. Oh, krass. Der Rekord gilt bis heute für eine Band, die ihr Debütalbum herausbringt. Also bis heute ist es das erste Band, also das, ne? Das Debütalbum einer Band, das sich am schnellsten verkauft hat. Mhm. Das bedeutet in Zahlen, in der ersten Woche waren das direkt mal 300.000 Exemplare, in der ersten Woche in Großbritannien. Insgesamt gab es dann aber 7-mal Platin in Großbritannien, also richtig, richtig fett. Wow. Die Kritiker überschlugen sich mit Lob. Mhm. Zum einen wurde gelobt, dass die Jugendkultur in Großbritannien hervorragend dargestellt wurde durch die Texte von Alex Turner. Und es sei die Auferstehung britischer Indie-Musik nach den 90ern. Ja, also man überschlug sich. Und
das Album heimste viele Preise ein, unter anderem, nur mal die großen zu nennen, Album des Jahres vom Time Magazine, Brit Award Best British Album, Mercury Prize, Grammy-Nominierung für Best Alternative Album. Ja. Und das Ganze kann mal passieren, so in der Pop-Historie. Interessant ist aber, wie es dazu kommen konnte. Und das war schon sehr besonders, muss man sagen. Und auch sehr eine neue Art des Erfolgserlangens im neuen Jahrtausend. Was es genau bedeutet, sage ich dir jetzt. Ich bin gespannt. Also, interessant ist auch, vorangegangen war diesem großen Erfolg unter anderem ein ausverkaufter Auftritt im Astoria in London, noch bevor überhaupt eine Single veröffentlicht worden war. Oh, krass. Die hat noch keine Single draußen und waren ausverkauft. Abgefahren. Ja, das ist krass. Und es ist weder davor noch danach jemals wieder passiert. Heftig, bisher. Okay. Ja. So, nun kann man sich fragen, was macht diese Band so besonders? Ne? Und es ist eben die Art und Weise, wie sie sich Gehör verschafft haben als junge Band. Ja. Also die Band formierte sich 2002, also ganz zu Beginn des neuen Jahrtausends. Ja. Und während ihrer Konzerte verteilte die Band konsequent kostenlose Demo-CDs an Fans. Ja. Da wir nun aber schon das Internet hatten, also auch das hat es natürlich gegeben, dass Demos, Tapes verteilt wurden oder sowas. Nur, dass es mit der Verbreitung dann eben nicht so einfach war. Man gab es vielleicht einem Freund oder so, aber dadurch, dass wir jetzt eben das Internet hatten auf seinen jungen Füßen sozusagen. Konnte das viral gehen. Ein bisschen schon, ja. Denn Fans stellten die Lieder auch anschließend ins Netz. Und auch die Band nutzte das Internet, nämlich MySpace. Und kommunizierte über die Plattform. Hast du auch damals auch genutzt, ne? MySpace ist auch noch ein Thema bei mir. Ja. Und die Band kommunizierte mit den Fans. Und die Fans wiederum kommunizierten untereinander. Also es war plötzlich ein Momentum in gewisser Weise auch. Ne? Der Bekanntheitsgrad wuchs. Ja. Und 2004, also 2 Jahre nach Gründung der Band, nahmen sie Demo-Aufnahmen auf. Diese Aufnahmen sind heute bekannt als Beneath the Boardwalk und gelten als Rarität, weil sie nur als CDs auf Konzerten der Band verteilt wurden. Und aber aufgrund dieses ersten Geschmacks, das Fans kriegen konnten, auch auf CD, in CD-Format, stieg eben die Nachfrage nach der Band sowohl von Fans als auch von seitens der Musikindustrie, als auch seitens der Presse. Die Spannung war dann auch entsprechend groß, ne? Bevor eben die erste Single und dann das Album veröffentlicht wurden. Vor Veröffentlichung des Debüts wurden die beiden Singles I Bet You Look Good on the Dance Floor und When the Sun Goes Down veröffentlicht. Und beide schossen auf Nummer 1 in Großbritannien. Laut Eigenaussage der Band saßen sie alle in einem Pub, als sie hörten, dass ihre Debütsingle auf 1 gegangen war. Ja. Das Debütalbum erfüllte alle Erwartungen seitens der Fans und auch der Kritiker. Wurde sofort ein Klassiker, muss man sagen. Also ich kann mich erinnern, ich habe das Album gehabt und dachte, geil, mal wieder was richtig Gutes. Und ich war wirklich auf der Suche nach den 90ern, nach was Gutem, Gitarrenlastigen. Und herzlichen Dank, Arctic Monkeys, mit eurem Debüt. Ich habe auch nur das Debüt, also ich habe nichts weiter von denen gekauft. Ja. Es gab dann noch so ein Randprojekt noch von Alex Turner, glaube ich. Ja. Habe vergessen, irgendwelche Puppets oder so. Ja. Weiß ich nicht mehr. War auch ganz gut. Ganz gutes Album. Ich jetzt auch gar nicht drauf, aber ich brauchte ein bisschen. Ich war Spätzünder, wie so oft. Warst 2 Jahre ein bisschen voreingenommen oder warum? Durch diese Hypisierung. Weil ich bin bei Hypes immer kritisch, also sowohl bei Filmen als auch bei Klar, und gerade die britische Presse, genau. The next best thing und so. Ne? Ich muss dann gestehen, als ich es dann gehört habe, hat es mich auch direkt gekriegt. Und aber es war halt 2 Jahre später. Das Album gilt vielen als der Soundtrack zu einem Teenager-Leben. Und zwar nicht nur während der frühen 2000er, also schon sehr universell. Ja. Ich habe hier ein Zitat gefunden. Die rollenden Drums und zerschmetternden Gitarren am Anfang von The View from the Afternoon, also das Einsteigerstück, fangen die Aufregung ein, denen alle gegenüberstehen, die sich fertig machen, um auszugehen. Man muss dazu sagen, gleichzeitig waren die Arctic Monkeys nicht die einzige Rockband, die hohe Wellen schlug. Sie haben das Genre natürlich nicht neu erfunden. Nein. Und es gab einige Bands, die zu der Zeit das Rock-Revival der frühen 2000er begründet haben. The Strokes seien zum Beispiel zu nennen. Die hatten mich ja sofort, genau. Ne? Genau. Mich wiederum etwas später. Ja. Und Alex Turner, aber ähnlich wie du, fand The Strokes super und sagte über diese Band, wenn du 14 oder 15 bist, gibt es immer diese eine Band, die auftaucht und dich richtig umhaut und deine Wahrnehmung der Dinge komplett verändert. Und das ich war jetzt nicht 14, aber sie hat mich verändert auf jeden Fall. Neben der Musik und das wird vor allem auch so als großes
plus dieser Band gesehen, bestachen auch die Texte eben des Sängers Alex Turner. Das heißt, er beschreibt ganz genau nächtliche Abenteuer auf den Straßen und in den Clubs. Und auch das macht das Album einfach zeitlos. Ne? Definitiv. Denn, bitte was? Definitiv. Total, denn Jugenderfahrungen, ja, siehst du, ja, ist eine Generation übergreifend, obwohl es eben erschienen ist, als sie ein Baby war wahrscheinlich, oder ein Kleinkind oder so. Ne? Ja, ich glaube noch davor. Oder noch davor, ja. Aber Jugenderfahrungen ähneln sich halt, ne? Also so ist das ist es halt, genau. Ne? Der Look verändert sich, aber die Erfahrungen bleiben irgendwie doch die gleichen. Genau. Ja. Dann gibt es natürlich offensichtliche Vorbilder, die auch die Band nennt, die man auch raushört. Die Beatles sind Vorbilder jeder Rockband, die danach gekommen ist, vermutlich. Ist so. The Clash, The Strokes, da hört man alles irgendwie auch mal raus. Ja. Interessanterweise hörte Alex Turner aber in seiner Jugend Hip-Hop. Aha. Auch interessant. Interessant, ja. Genau. Hat man wahrscheinlich auch erst für Rockbands ab den 2000ern, weil... Ja, weil da war die Fusion mit... Ja, Hip-Hop und, von, und Rock da war Hip-Hop überall einfach, ne? Ja. Also auch in den Charts vertreten. Es gab unglaublich viel gute Auswahl auch an Hip-Hop, ne? Kommen wir auch nochmal drauf zu sprechen. Ja, und Alex Turner sagt selbst, ich fing nur an zu singen, weil es sonst keiner wollte. Manchmal ist es so. Ja. Ganz oft sogar, finde ich. Also man ist erstaunt, gerade auch wenn man so Autobiografien oder Biografien von Künstlern liest, wie zufällig beinahe sie dort gelandet sind. Das war bei uns nicht anders, auch wenn ich will mich jetzt nicht auf eine Ebene mit denen stellen, aber bei uns war, ich war der Letzte, der übrig blieb. Das ist zu spät. Irgendeiner musste es machen. Ja. Ich sage, okay, dann mache ich das. Ja, und natürlich müssen wir jetzt auch ein Stück dieser guten Band hören. Ja. Und ganz klar, das Lied, das von 0 auf 1 geschossen ist, ohne dass es vorher im Radio gelaufen wäre oder eine professionelle Werbung gehabt hätte. Das muss man sich nochmal vor Augen führen. Wir hören jetzt, liebe Leute, I Bet You Look Good on the Dance Floor. Nice. Ja. Das hören wir jetzt. Aus copyright-technischen Gründen können wir diesen Song nicht zur Verfügung stellen. Alle Stücke sind in der Linkliste hinterlegt. Ah ja, komm, wir kommen gerade von der Tanzfläche, die wir super gut ausgesehen haben. Du hast wirklich gut ausgesehen. Ja, danke, danke. Du siehst generell gut aus. Ja. Passend, die Überleitung zu meinem nächsten Thema. Bitte? Einem Film mit dem Titel American Beauty. Oh, also American müsste ich noch sein. Ne? Ach, das ist okay. Oh, es war der 2000? 99. Aber als 2000 dann ins Kino gekommen. Auf Video erschien. VHS, genau. Ja. Ja, ja, US-amerikanisches Filmdrama aus dem Jahr 99. Der Filmtitel leitet sich von einer Rosensorte ab, der American Beauty. Der Film wurde mit 5 Oscars prämiert, darunter in 4 der 5 wichtigsten Oscar-Kategorien. Da kommen wir gleich zu. Ja, von Sam Mendes inszeniert das Ganze. Der Film handelt von der Geschichte des 42-jährigen Lester Burnham. Krass, 42? Jünger als wir? Krass, ne? Oder voller Opa. Ja. Absolut. 52 wäre jetzt auch, hätte auch gepasst, ne? Der in einer Vorstadtsiedlung lebt und seine Midlife-Crisis durchmacht. Und sein Leben scheint ihm bedeutungslos und leer zu sein, bis er sich in die Freundin seiner Tochter verliebt und anfängt, sein Leben neu zu gestalten. Ganz bitter. Mhm. Währenddessen kämpft seine Frau Carolyn mit ihrer eigenen Unzufriedenheit und ihrem Streben nach Erfolg in ihrer Karriere als Immobilienmaklerin. Lester und Carolyns Tochter Jane leidet unter mangelndem Selbstbewusstsein und Mobbing in der Schule. Der Film erkundet Themen wie Schönheit, Sexualität, Einsamkeit und Konformität in der amerikanischen Vorstadt. Ja, der Protagonist Lester Burnham stellt die gesellschaftlichen Konventionen in Frage und beginnt dann, seine Träume und Wünsche zu verfolgen, die sich im Laufe des Films in eine, ja, kann sagen, tragische Wendung verwandeln. American Beauty erhielt, wie ich schon sagte, zahlreiche Auszeichnungen, darunter 5 Oscars, und wird oft als ein Meisterwerk der amerikanischen Kinematografie betrachtet. Der Film hat eine eindringliche Wirkung auf den Zuschauer und fordert ihn auf, über seine eigenen Werte und Überzeugungen nachzudenken. Ja, das Ganze ist in Steven Spielbergs DreamWorks Studios produziert worden und schien zunächst risikobehaftet, wurden doch eben zentrale amerikanische Werte und Mythen wie die Männlichkeit, die Cheerleaderin als sexuelles Traumobjekt, der Wunsch, etwas Besonderes zu sein und das versprochene Paradies des suburbanen Lebens in Frage gestellt. Und die Bildsprache war von vornherein darauf angelegt, Zweifel am Traum der unbegrenzten Möglichkeiten zu erwecken. Vielleicht sollte Trump sich den mal angucken. Man wird er nicht verstehen. Wird er nicht verstehen, nee. Man ließ sich von Bildern Edward Hoppers von vereinsamten Menschen und dem freudlosen Stil der American Gothic mit düsteren und engen Innenräumen, aber auch von René Magritte inspirieren.
Bewusst wählte man Drehorte, die von früheren gesellschaftssatirischen Filmen bekannt waren und die Langeweile der Suburbia zeigten. Oder man suchte Drehorte von Fernsehserien aus der Zeit des Wirtschaftswunders wieder auf. Sam Mendes, der sich beim Londoner Theater einen Namen gemacht hatte, war bis dahin noch nie beauftragt worden, einen Film zu drehen und musste sich des Sachverstands des damals bereits 72-jährigen Conrad L. Hall bedienen. Mendes führte die Schauspieler als Ensemble... Das war sein Regiedebüt im Film? Ja. Krass. Krass, ne? Ja. Ja. Mendes führte die Schauspieler als Ensemble wie im Theater, was lange Dialoge mit ihnen voraussetzte und ungewöhnlich erschien. Ja, die IMDb zeichnet für den Film international insgesamt 214 Nominierungen, darunter 112 gewonnene Auszeichnungen. Also der hat die Oscars gekriegt als bester Film, beste Regie Sam Mendes, bester Hauptdarsteller Kevin Spacey, beste Kamera Conrad L. Hall, bestes Originaldrehbuch Alan Ball. Hat Annette Bening die Ehefrau gespielt oder wer war das? Boah, jetzt fragst du mich was. Müsste ich gleich nachgucken. Warte mal, oder hab ich das hier stehen? Ja, ist Annette Bening. Ja. Ja. Mhm. Nominiert war er noch für beste Hauptdarstellerin, Annette Bening nämlich. Bester Schnitt, beste Filmmusik, bester Film, beste Regie und bestes Filmdrehbuch. BAFTA Award hat er auch abgeräumt. Bester Film, bester Hauptdarsteller, beste Hauptdarstellerin, also beide dann auch. Mhm. Beste Musik, beste Kamera und bester Schnitt. Und die deutsche Film- und Medienbewertung verlieh dem Film das Prädikat besonders wertvoll. Ja, 12,5 Millionen US-Dollar hat er gekostet. War zunächst nur mit 16 Kopien in Los Angeles und New York ins Kino gekommen, spielte dann aber weltweit über 350 Millionen US-Dollar ein. Obwohl er mit Mitteln des Independent-Kinos arbeitet, hatte er starke Auswirkungen auf Hollywood-Produktionen. Und die New York Post nannte ihn a flat-out masterpiece, surely the best movie of the year, indeed an all-time classic. Ich hatte Schwierigkeiten mit dem Film. Ehrlich? Ja. Okay, erzähl. Und ich glaube, ich muss den noch mal gucken. Ja. Also als der rauskam, vorher war ja schon Fight Club erschienen. Ja. Und die Filme greifen ja doch ähnliche Themen auf. Mhm. Also es wird halt viel in Frage gestellt an beiden Filmen. Ja. Und ich fand, dass Fight Club da radikaler war. Ne? Ja. Ist ja auch erstmal nicht schlimm. Nö, das stimmt. Also das macht den anderen Film halt immer schlechter. Der war auf eine andere Art radikal. Ne? American Beauty war so subtil radikal. Genau, ich glaube, ich muss den auch einfach nochmal sehen. Also ich erinnere mich an eine Szene, die wirklich sehr, sehr schön war, die wahrscheinlich auch viel in Erinnerung geblieben ist, mit so einem, war das ein Stück Papier? Eine Plastiktüte. Eine Plastiktüte oder was. Ne? Deswegen war ich gerade ganz verwundert, dass das Sam Mendes erste Filmregiearbeit gewesen ist. Genau auf diese Szene komme ich gleich, ja. Ist schön, dass du die jetzt schon erwähnst. Carsten Baumgart von filmstarts.de versah bei American Beauty mit der Höchstbewertung von 5 Sternen und meinte, wieder einmal ist es mit dem Engländer Sam Mendes, einem Europäer, gelungen, amerikanische Befindlichkeiten exakt zu analysieren und sezieren. Zwischen Witz und Tragik, immer bissig und oft zynisch, dreht American Beauty genüsslich die Klischees der Seifenoper ins Gegenteil um und hinterlässt den amerikanischen Traum als einen Scherbenhaufen. Der tragische Held will eine Jugendliche verführen, die Tochter brennt mit dem Drogenhändler von nebenan durch, die Frau steht kurz vorm Selbstmord und der patriotische Nachbar entwickelt psychopathische Züge. In dem grandiosen Ensemble bestechen nicht nur Kevin Spacey und Annette Bening. Die Entdeckung schlechthin ist der 21-jährige Newcomer Wes Bentley, der es mit seiner facettenreichen, anrührigen Darstellung schafft, einen Dealer als die einzig wirkliche Sympathie zur Figur zu etablieren. Da kann ich mich auch noch gut dran erinnern, weil das war der einzige Normale in diesem ganzen Haufen da, genau. Ah ja, das Lexikon des internationalen Films natürlich wieder, wie immer bei mir. Der ironische Blick hinter die äußerlich glänzende Fassade von Kleinstadt-Amerika wird durch eine komplementäre Erzählebene anteilnehmend und mit neugieriger Sensibilität zu einem komplexen und hintergründigen Menschen- und Generationsporträt ausgeweitet. Ein höchst bemerkenswerter Erstlingsfilm, der stilistisch und darstellerisch gleichermaßen überzeugt. Die FAZ können wir noch erwähnen, die schrieb, fern jeglicher Peinlichkeit strahlt American Beauty gerade in den schwierigsten und heikelsten Momenten eines Films, wenn sich die Figuren offen zu ihren Gefühlen bekennen, eine Herzenswärme aus, die zu Tränen rühren kann. Genau. Und letztes Kritik noch, Joanna Barry charakterisiert den Film als schwarze Komödie, der Menschen zeige, die angeblich den amerikanischen Traum leben. Menschen, denen es in materieller Hinsicht an nichts fehlt, die aber trotz allem unglücklich und unzufrieden sind. In dieser Hinsicht zieht sie eine Parallele zu dem Film Blue Velvet von David Lynch, der uns einen Blick hinter die Vorhänge des Vorstadtlebens werfen ließ, wohingegen American Beauty diese Vorhänge endgültig abreiße. Sie urteilt, dass die filmische Wirksamkeit überrasche, wenn man bedenke, dass es das Erstlingswerk eines Mannes ist, der bisher fürs Theater gearbeitet hat. Sie schließt mit der Bemerkung, der Film sei wunderschön und finster, ein sensationelles Debüt. Genau. So, und jetzt noch zu der Szene mit der fliegenden Tüte. Wir hören nämlich jetzt die Musik aus dieser Szene.
die Musik hat ja auch, war nominiert für einen Oscar, hat aber einen BAFTA nur abgeräumt. Thomas Newman hat die Musik gemacht. Ein bemerkenswerter Filmkomponist, wie ich finde, der eine ganz eigene Soundästhetik hat, das Klavier eine sehr tragende Rolle immer spielt und der es schafft, mit ein paar Tönen krasseste Emotionen zu erzeugen. Wir hören von dem jetzt den Stück und ich werde den Clip dazu verlinken mit der fliegenden Tüte Any Other Name. Aus copyright-technischen Gründen können wir diesen Song nicht zur Verfügung stellen. Alle Stücke sind in der Linkliste hinterlegt. Ja, wir müssen erstmal aus der meditativen Grundstimmung wieder rauskommen jetzt hier. Absolut. Ja, und schon geht's weiter mit den 2000ern. Mhm. Und mit einem Thema, das man vielleicht schon ein bisschen verdrängt hat, obwohl es inzwischen sich etabliert hat. Vielleicht kann man es so sagen. Ja. Und zwar möchte ich kurz noch mal sprechen über die It-Girls der 2000er. Oh, ja. Musst du ja schon brechen. Ich weiß, mir kommt direkt eins in den Sinn. Zum Beispiel? Paris Hill. Genau. Genau. Ja, das war ein fettes Ding in den 2000ern. Mhm. Warum auch immer. Kommen wir jetzt zu. Mhm. Also, dieser Begriff war plötzlich in aller Munde. It-Girl, 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 It-Girl. Jede war ein It-Girl plötzlich, die einmal irgendwie in der Bunten aufgetaucht war. So, ne? Bitte was? Ein Shit-Girl. Ein Shit-Girl, genau. Ja, der Begriff allerdings ist zum ersten Mal aufgekommen in Verbindung mit einem Stummfilm, beziehungsweise mit dem Stummfilmstar Clara Bow. Und zwar hat die 1927 die Hauptrolle im Film It gespielt. Zu Deutsch, das gewisse Etwas. Ah. Ja, das ist so der Hintergrund zu diesem Begriff. Und wie präsent dieser Begriff war, zeigt auch, dass er 2009 in den Duden aufgenommen wurde. Okay. Ja. Als Definition gilt, ein It-Girl ist eine junge oder jüngere Frau, die durch ihr häufiges öffentliches Auftreten in Gesellschaft prominenter Personen und ihre starke Medienpräsenz einer breiten Öffentlichkeit bekannt ist. Mhm. Kann man sich drauf einigen eigentlich, ja, ne? Ja. Nun müssen wir uns ein bisschen zurückdenken in diese Zeit, bevor es Influencer gab. Mhm. Da gab es die Klatschspalten in Zeitschriften. Genau, ja. Und vor den 2000ern waren Frauen, die von Paparazzi gejagt wurden, in erster Linie bekannte Sängerinnen oder Schauspielerinnen. Mhm. Oder eben Lady Di, ja, als Prinzessin. Ja, ja, aber das war ja dann eher eine Ausnahme. Stimmt, ne? Ja. Ja, und dann kam Paris Hilton. Man kann es ja nur sagen, dann kam Paris Hilton. Geboren 1981, entstammte sie dem wohlhabenden Hilton-Clan. Also sie galt als Hotelerbin. Ah. Ja, ist ja auch so eine schöne Eigenbezeichnung. Ja, stimmt. Hotelerbin. Obwohl eigen, weiß ich nicht. Aber ja, sie hing dann eben auf entsprechenden Partys der High Society ab. Mhm. War schon als Teenager, als später Teenager, eine Berühmtheit des Nachtlebens in ihren Kreisen. Und kultivierte ihr Image als Partygirl und Erbin. Sie hatte blondes Haar und pflegte auch die dazugehörigen Stereotype, Dummheit, Naivität, ja, Künstlichkeit. Ja, es war so. Das hat sie wirklich selbst auch vorangetrieben. Das stimmt, ne? Ja, ihr Lieblingsspruch war, that's hot. Ja. Das wusste sie nie mehr. Das war die einzige Gefühlsregung, die man verbal aus ihr herausbringen konnte. That's hot. Ja, ja. Und irgendwo las ich, damit stand sie im starken Kontrast zu den 90ern und seiner Grunge-Phase. Das kann man sagen, ja. Kann man wohl sagen, kann man ja sagen. Nichts mehr mit No Sellout, nee, ne? Nein, nein. Jetzt war das Gegenteil angesagt. Ja, sie war modisch gesehen berühmt, berüchtigt für ihre pastellfarbenen Jogginganzüge aus Niki von Juicy Couture. Ja, sie trug sie ständig. Hatte sie auch so einen Handtaschenhund? Auch, genau, ganz klar. Mhm. Und hat damit auch wiederum einen Trend gesetzt, so schlimm das auch ist. Mhm. Ja, mit 22, also 2003, hatten sie und ihre Freundin Nicole Richie, Tochter von Leine, ne, eine eigene Reality-Show, The Simple Life. Ja, und dort, das Prinzip dieser Show war, dass die beiden als reiche junge Frauen das Landleben mal testen, so, und alles irgendwie total merkwürdig finden und billig und keine Ahnung was. Und huch, so kann man leben. Mhm. Oh mein Gott. Oh mein ich Gott. Ich mach mich schmutzig. Ja. Tippel, tippel. Ja, aber das war ihr Durchbruch letztlich. Mhm. Ne? Und die erste Episode auf Fox, also Fox strahlte diese Serie in den USA aus. Ja. Die erste Episode schauten dort 13 Millionen Menschen. Boah. Das ist schon nicht schlecht, ne? Mhm. Ja. Der Erfolg der Serie begründete
oder war auch dadurch begründet, dass im Vorfeld oder ja zur gleichen Zeit herum ein Sextape von einem Ex-Freund veröffentlicht wurde. Genau, waren dann so geleakte Sexaufnahmen. Richtig, genau. Auch das war ja immer so ein, zwar offenbar in den Nullern, in den 2000ern, ein Weg, um It-Girl zu werden. Ja, ich glaube, es ist auch heute noch so, oder? Manchmal, ja. 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 Es folgten dann Gastauftritte in Serien, TV-Shows, Werbedeals, ein eigenes Parfum, eine Biografie und ein Album. Die Single Stars Are Blind haben wir hier schon mal als Mein Guilty Pleasure gespielt. Tolles Lied, ich kann ja nochmal zurückspulen. Ja. Und viele andere Engagements. Also sie war auf jeder Party, in jeder Dissel geladen. Ne? Und das Interessante war, sie war erfolgreich trotz negativer Presse. Mhm. Also wirklich negativer Presse. Mhm. Zahllose Umfragen zeigten, dass die Bevölkerung sie nicht positiv wahrnahm. Also 2006 beispielsweise wurde sie als das zweitschlimmste Vorbild nach Britney Spears genannt. Ich hätte sie noch vor ihr genannt, ja, aber gut. Ja, 2007, ja, wobei Britney Spears hat in den 2000ern, sie hing ja viel auch mit Paris ab. Ne? Ja, stimmt, ja. Ja. Oh. Ja, ne? 2007 fand 63% der US-Bevölkerung sie sehr unsympathisch. Mhm. 63%. Gleichzeitig war sie aber auf Webseiten wie, jetzt gibt es einen Throwback auf Google, AOL oder Lycos. Hatte ich auch verdrängt. Ja, auf diesen Webseiten war sie unter den am häufigsten gesuchten Namen zu finden. Mhm. Klatschfotografen liebten und lebten von Paris Hilton. Mhm. Also die lebten wirklich von ihr. Ne? Es gab wirklich ständig irgendwelche Fotos, wie sie aus Autos steigt, in Autos steigt, aus Clubs kommt, in Clubs geht. Ja. Ja. Ebenso die ersten Promi-Blogs. Du hast sie eingangs schon erwähnt. Ja. Blogs generell und die ersten Promi-Blogs. Paris Hilton beispielsweise, der sich auch nach ihr benannt hat. Und so, ne? So, also das war, es ging drunter und drüber. Und es gab irgendwie auch gar keine Grenze auch in der Berichterstattung mehr. Mhm. Also ich glaube, das ist ein bisschen zurückgegangen inzwischen wieder. Ne? Ja, ich glaube schon, ja. Vielleicht war auch Britneys Überfall mit dem Regenschirm auch so ein Wendepunkt, könnte man vielleicht sagen, dass man gesagt hat, okay, das finde ich ganz so cool, auch labileren Menschen auf Schritt und Tritt zu folgen. die Kritiker natürlich meinten, und ich würde jetzt mal sagen, sie hatten auch ein bisschen recht damit, haben sich halt gewundert, weil die Frau besitzt kein Talent und ist auch keine Künstlerin. Warum? Achten alle auf diese Frau. Ja, warum? Ne? So. Sie war nicht das einzige It-Girl, ich habe vorhin schon erwähnt. Also Britney feierte mit Paris Hilton, aber auch Lindsay Lohan. Ah ja, oh, ja, die gab es ja auch noch. Ja. Ehemals gefeierter Kinderstar und Jugendstar. Und dann auch der Partyabsturz. Ja. Genau. Ja. Viele von ihnen, du erinnerst dich vielleicht, standen auch vor Gericht wegen Alkohols oder Kokain am Steuer. Ja. Fahrens ohne Führerschein. Ja. Und dann gab es dann immer so berüchtigte Episoden, wo sie dann in den Knast mussten, aber dann nur für 2 Tage oder 3 Stunden oder so. Und die Presse lauerte und es war hier, Mugshots wurden veröffentlicht, also die Knastbilder und so. Ne? Also es war alles ein bisschen too much, muss man sagen. Entziehungskuren, noch und nöcher. 2007 erreichte dann die Berichterstattung ihren Höhepunkt, denn eben dann verbrachte Paris mehrere Tage im Knast und machte ihre erste Gefängniserfahrung. The simple life, ne? The very simple life. Ja. Zum Ende des Jahrzehnts nahm dann der Hype ab, die Öffentlichkeit war übersättigt. Keiner konnte diese Frau mehr sehen. Und man hatte vielleicht gedacht, okay, vielleicht wird es jetzt besser, aber nein. Nee. Ab Oktober 2007 startete eine neue Sendung im Fernsehen in den USA unter seinem Titel Keeping Up with the Kardashians. Und das Grauen nahm seinen Lauf. Bis heute. Ja. Bis heute. Ja, schlimm eigentlich, oder? Also, aber schön, dass du es nochmal zurückgeholt hast. Feedback. Ja, aber das war echt ein Ding. Ne? Man konnte sich dem kaum entziehen. Doch, man konnte sich dem schon entziehen, aber man konnte dem nicht so entweichen. Mhm. Ne? Also man konnte dem nicht ausweichen. Mhm, also Paris from nothing to something, müsste man sagen. Jemand, der sich auch mit Hustlen auskennt, der anderen Art, war Lil Wayne. Auch der hatte in den 2000ern einen Mega-Run zurecht. Und wir hören jetzt passend zu Paris Hilton Hustler-Music von Lil Wayne aus dem Jahre 2005. Very nice. Aus copyright-technischen Gründen können wir diesen Song nicht zur Verfügung stellen. Alle Stücke sind in der Linkliste hinterlegt. Yes, y'all.
Wir springen noch mal einmal in den Zeitstrahl, kurz bevor der erste Teil unserer 2000er-Episode rum ist. Mhm. Und machen einen kleinen Sprung, nur von 2000 nach 2001, weil das eben das Jahr der Zäsur war, die wir natürlich auch erwähnen. Ja. Kurz vorher noch in Deutschland. Im Bundeswehr begann erstmals Frauen an der Waffe auszubilden. Ich erinnere mich an den Spruch, was sollen Frauen beim Bund, wenn Männer dort schon überflüssig sind? Geil, wer hat das gesagt? War irgendwie Thema damals so. Ist richtig. Na, heute sieht man es ja auch, genau. Ja. Kein zwangsweiser Beschluss, sondern ein sogenannter Sieg im Kampf um Gleichberechtigung war das. Und in Berlin gab es einen Wechsel im Bürgermeisteramt. Ebert Diepken verlor den Posten mittels eines Misstrauensvotums und Klaus Wowereit wurde zu seinem Nachfolger gewählt. Kann man uns auch noch daran erinnern. Mhm. Ja, in den USA vereidigte man... Hat er da in dem Jahr gesagt, er sei schwul und das sei gut so? Ich weiß nicht, ob das schon in dem Jahr war oder ob das erst später kam. Mhm. Ich glaube, das kam erst später. Ja. Mhm. In den USA vereidigte man George W. Bush zum neuen Präsidenten. Das Ereignis aber, das sich dann eben untrennbar mit dem Jahr 2001 verbindet, geschah dann eben am 11. September. Wir wissen es. Millionen Zuschauer wurden am Bildschirm Zeuge, wie Selbstmordattentäter der islamistischen Terrororganisation Al-Qaida mit Passagierflugzeugen ins World Trade Center flogen, explodierten und in der Folge dann beide Türme des Bauwerks zum Einsturz brachten. Fassungslosigkeit, Wut und maßlose Trauer waren die ersten Emotionen, die sich breit machten. Und die Terroranschläge, die auch das Washingtoner Pentagon beschädigten, waren in ihrem Ausmaß ein nie dagewesener Akt menschlicher Gewalt. Das Weiße Haus als wahrscheinlich drittes Ziel verschont blieb, war dem mutigen Eingreifen der Passagiere eines Flugzeuges zu verdanken, die dann mit dem Flugzeug nahe Pittsburgh dennoch abstürzten. Ja, was ist noch passiert? Im Januar Griechenland. Als 12. Staat trat Griechenland der Wirtschafts- und Währungsunion bei und führte den Euro als Buchgeld ein. Im März im Bamiyan-Tal in Afghanistan begannen die Taliban mit der Zerstörung der weltweit größten freistehenden Buddha-Statuen. Auch ganz übel gewesen. Haben dann ja auch später noch irgendwelche ägyptischen Statuen auch noch gleich mit abgeholzt. Genau. Im Juli enthüllte in Liverpool die Witwe von John Lennon, Yoko Ono, das neue Logo des Flughafens, der in Zukunft John Lennon Airport heißen soll. Aha. Mhm. Wo denn? In London? Liverpool. In Liverpool, okay. So heißt der? Ja. Oh. Müssen wir mal landen. Ja, ne? Im August... durch das neue Lebenspartnerschaftsgesetz konnten homosexuelle Paare in Deutschland ihre Lebenspartnerschaft eintragen lassen. Auch 2001. Mhm. Und im November, in London, wird der Film nach dem Buch Harry Potter und der Stein der Weisen aufgeführt. Das war auch ein Hype, genau. Ja. Da wollte ich auch noch mal kurz zum Kino kommen. Also Filme des Jahres 2001, Harry Potter und der Stein der Weisen, Der Herr der Ringe, Die Gefährten, Der Schuh des Manitou und Was Frauen wollen, American Pie 2. So viel dazu. Mhm. Jetzt noch abschließend, und da musst du losziehen, hören wir ein Stück der Top 10. Du ziehst. Wow, ich bin gespannt. Du ziehst Top den Platz. Top 10 2001. Top 10 2001. Ups, eins ist in Aschenbecher gefallen. Oh, das ist noch ein zu klein. Das ist für vier Zwerge. Für jetzt bin ich gespannt, was du ziehst. Nummer 6. Nummer 6. Oh, Jemine. Da hast du ein ganz. Ein Stück, wo ich jetzt schon weiß, dass es auf jeden Fall geclaimed wird. Mhm. Schlimm auch, ja. Mhm. Ja, also wirklich schlimm. eine Dance-Nummer eines Duos, welches auch danach nie wieder irgendwo aufgetreten ist. Nämlich das Safri-Duo. Sagt dir das noch was? Das Safri-Duo noch was. Nicht Nafri, sondern Safri-Duo. Ja. Played Alive. Aha. Das ist jetzt unser Rausschmeißer für diese heutige Episode. Es tut uns leid. Es tut uns leid, dass das jetzt kommen muss, aber es muss kommen. Damit ihr wisst, die Charts waren schon immer scheiße, auch in den 2000ern. Wir hätten auch ein paar gute Songs gehabt, aber du hast dich für die 6 entschieden. Und wir sagen schon mal, auf Wiedersehen, Tschüssi Olkowski und bis bald, wenn es wieder heißt. 1000 Jahre. Boah. Kultur. Tschüss. Tschüss. Aus copyright-technischen Gründen können wir diesen Song nicht zur Verfügung stellen. Alle Stücke sind in der Linkliste hinterlegt.